Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Daily, eure Tagesdosis Angeberwissen hier bei Shugi Banogi. 30. März. Heute ist der 30. März, genau. Geburtstagskind Céline Dion. Céline Dion. Céline. My heart will go on. Ich sage immer Céline Lenore zu ihr. Die Céline. Ja, Céline. Céline Dion. Also wenn die bei Titanic nicht irgendwie das Lied gesungen hätte, dann wäre sie nie so richtig rausgekommen, oder? Also ich weiß nicht. Ich kann mit der nichts anfangen, mit der Céline. Aber mit dem Lied ist immer so aufgesetzt, so ein bisschen wie die Veronika Ferris, finde ich. Die und die Veronika Ferris können sich echt... Dann ist das quasi die Veronika Ferris aus Kanada. Ja, international auf jeden Fall. Okay. Die Ferris ist genauso. So okay. Immer so aufgesetzt, irgendwie so bescheuert. Ja. Na egal. Immer so auf gute Laune und ist ich ja bin gut so jetzt. Ach komm, hör auf, ehrlich. Ja, am 30. März 2006, da hat auch der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat bei der Gazprom angefangen, als Aufsichtsratsvorsitzender. Da ist er, Gerhard. Ja, Gerhard hier. Ja. Hat er mal schön Reibach nochmal gemacht, Gerhard, ne? Da war er bei seinem lupenreinen Demokraten Putin. Ja, genau. Wie er gesagt hat, ein lupenreiner Demokrat. Ein lupenreiner Demokrat, genau. Und was ist am 30. März noch passiert? 30. März 1992, die Bundesbank gibt neue 20 D-Mark-Scheine. Guck mal, das sind die D-Mark-Scheine noch von früher. Geil, oder? Das hatte ich auch schon gemacht. Auf diesen 20 D-Mark-Scheinen sieht man das Porträt der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Das ist er. Ja. Droste-Hülshoff. 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 Leuthäuser Schnarrenberger. Das ist so, ne? So genau. Namen. Du kannst ja mal ins, du kannst ins Taxi einsteigen nachts, ne? Und dann sagst du, ich würde gerne ins Droste-Hülshoff. Wie heißt die nochmal? Ganz kurz. Droste-Hülshoff. Ich würde gerne in die Droste-Hülshoff-Straße, Querstraße zur Leuthäuser Schnarrenberger Straße. Dann muss der Taxifahrer das ins Navi eingeben. Und das einzugeben. Ja. Er wahrscheinlich irgendwie gerade so. Musst du aber darauf achten, dass der nicht schon auf den Taxometer drückt. Ja, das ist blöd. Aber das ins Navi einzugeben, das ist dann irgendwie so eine Show irgendwie. Dann. Richtig. Ja, egal. Auf jeden Fall, heute am 30. März haben wir einiges gelernt. Und ihr könnt es jetzt, dieses Wissen könnt ihr mit raustragen. Ihr könnt das Video nochmal angucken und nochmal und nochmal und nochmal. Teilen. Und merken. Und morgen wieder reinklicken, weil morgen kommt der nächste Tag. Richtig. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut.